TV. Also wir sind dann jetzt mal an der Marienschule, Wettermüller, kannst du mal die Brille? Nee, ich habe doch jetzt beide hier die Hände doch voll. Okay, also ihr müsst jetzt den Wettermüller mit der doofen Brille aushalten. Wir haben unser Eis, wir haben die Schule, jetzt haben wir noch die Klasse 5. 5 und Eis. Irgend sowas, ja. Genau so. Die werden wir schon finden, wenn nicht, essen wir das Eis. Ja. Früher hat mal Rotzi gesagt, in Nonnenbruder, weil damals gab es nur Mädels und die Lehrerin es war... Das, was die Laura angerufen hat. Gut, gell? Ist wirklich heiß hier drin, ne? Ja. Lisa, wer ist denn die beste Freundin von der Laura? Leonie und Angelika. Was sind denn Leonie und Angelika? Na, was sagst du denn dazu? Freundin. Ja, gell? Ihr habt eine tolle Freundin. Ich extra für euch alle. Was willst du? Und die Lehrerin haben wir auch. Hallo, ich wollte Sie nicht zuletzt begrüßen. Der Wettermüller ist ganz schnell geworden, hast du Angst? Nee, schwätzt du nur. Warum halten wir eigentlich das Eis? Das weiß ich auch nicht. Sagen Sie mir, Ihr Frau Gillenberg, haben Sie schon von der Aktion gehört? Nein. Sie wissen von nichts? Ich bin eben gerade erst überrascht worden. Das geht so schön. Als wir reinkamen, oder haben die Kinder das erzählt? Ja, ich wurde natürlich gleich überfallen, ne? Und dann sagte dann, ja klar, ich bin hier, ah, hier ist so Dracula, so willkommen. Ich dachte, das ist ein Scherz, aber okay. Ja, jetzt sehe ich, es ist keiner. Nein, wir packen jetzt mal das Eis aus, oder? Ja, ich bin schon dabei. Besorgt, weil dein Lieblingseis ist ja was? Erdbeer und Vanille. Erdbeer und Vanille. Und so, der Eisdiele hat gesagt, es gibt eins, das ist extra gekennzeichnet. Ja, da ist ein Eisding schon dran. Nee, was ist da was? Ein Eislöffel. Bitte schön. Hier ist es aber nicht. Das ist für sein letztes. So, dann kommt mal ein bisschen zu uns, dann geht das ein bisschen schneller. Habt ihr schon?